Ein berühmter Maler. Ja. Und jetzt? Arnold André, die Bündner Zigarrenspezialisten feiern in diesem Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum. Arnold André startete dieses Jahr mit diversen Events und einen Start gemacht hat man in Italien. Wir haben aktuelle Bilder für Sie aus dem Event Arnold André, speziell jetzt Carlos André, Cooking for Friends in Porto Piccolo. In Porto Piccolo trafen sich einige Prominente, die Spaß am Kochen, Spaß am Leben und viel Freude rund um die Zigarre haben. Die Bilder, die wir Ihnen jetzt zeigen, demonstrieren diese Freude und wir haben nachgefragt nach dem Thema Leben, Freunde und Freud, Genuss, Kochen und Philosophie. Genuss und Leben im ersten Gespräch anlässlich dieser Reise nach Porto Piccolo hören und sehen wir Alexander Wussow. Alexander Wussow, der eine wunderbare Geschichte mit auf diese Reise gebracht hat, nachdem er auch verraten hat, dass er sich demnächst in den Hafen der Ehe begeben will, berichtet uns seine Eindrücke rund um das Thema Genuss, Geschmack und Zigarren. Ich koche liebend gern für Freunde. Eigentlich koche ich nur für Freunde. Für mich selber reicht ein kleines Wurstbrot oder eine Wurstsemmel. Aber wenn ich einlade, es gibt diese berühmten Sascha-Partys, die ich dann immer feiere nach einem Film oder nach einer Ausstellung oder nach einer gelungenen Sache, dann sperre ich die Haustür auf und sage, ihr könnt alle kommen. Da wird durchgefeiert bis morgens um ich weiß nicht wo und dann kommt ein Riesentopf mit Pasta oder mit Chili oder mit irgendetwas oder Fisch einfach auf den Tisch und alle dürfen föllern. Also ich liebe es für Freunde. Sie müssen aber auch mitkochen. Ein bisschen was müssen Sie auch machen. Cooking for Friends ist eine meiner schönsten Erfahrungen immer gewesen, die ich hatte. Ich war schon in den Alpen, ich war im Schnee, ich war in der Sonne. Ich war in meiner Heimatstadt in Wien. Ich habe den Prater gesehen, ich habe Dortmund gesehen. Ich habe die Oper eröffnet mit Cooking for Friends. Das ist für mich sehr, sehr tief und sehr, sehr schön in meiner Seele verankert. Und ich liebe es einfach. Reisen ist mit das Schönste, was man sich antun darf, wenn man es kann. Und Porto Piccolo ist so ein Ort, die Ruhe, die man hier hat, das Meer, das so glitzert mit so einem Türkis. Ich bin ja auch ein bisschen sehr von der Malerei. Die Sonne, die dann aufreißt, die Leute, die man sieht. Und allein, wenn ich höre Buongiorno und Willkommen und kostet das oder das Olivenöl oder der Geruch überhaupt, ist ein Traum. Gutes Essen, gute Weine und eine Zigarre sind ein Seelenfrieden, den man mit sich selber haben kann. Das sind Dinge, die man sich erlauben darf, die auch von oben gewünscht werden, dass wir sie tun. Und wenn wir sie schmecken und aufnehmen und uns in uns ausbreiten lassen, dann ist das einfach the missing link, so viele. Ich kann mich sehr gut an meine erste Zigarette erinnern. Die hat ganz, ganz scheußlich geschmeckt, weil ich sie aus Protest geraucht habe. An meine erste Zigarre kann ich mich erinnern, weil es einfach ein wunderbarer Duft war. Zigarren rauchen, dazu einen Rum zu haben, dazu ein Glas Rotwein zu haben, ist eigentlich der pure Genuss. Man muss ihn nur langsam und schön genießen können. Ich würde sagen, das ist beides. Wenn ich hinterher schaue, den hellblauen Rauchschwaden, die so übers Gehirn vorbeiströmen, dann kommen viel, viel mehr Gedanken eigentlich in einem auf. Dann kann man abschalten, dann kann man
sich auch anderen Dingen zuwenden und man kann die Langsamkeit genießen, die eine Zigarre mit sich bringt. Und das ist was Wunderschönes. Lasst uns die Welt ein bisschen verlangsamen und dazu gehören Zigarren. Ich bevorzuge eigentlich gar nichts. Ich lasse mich von jeder Zigarre oder jedem Zigarillo eigentlich überraschen. Ich möchte den kurzen Kick genauso haben wie das lange Genießerische. Um Gottes Willen, das soll gar nichts mit Sex zu tun haben, es hat aber viel damit zu tun. Man kann ein bisschen von dem haben, ein bisschen von dem haben oder man kann einen ganz großen, schönen Krach haben. Das macht Spaß. Ja. Und das sind Orte, wo ich Zigarren genieße, die haben eigentlich für mich immer mit der Sonne zu tun. Wenn die Sonne untergeht und wenn sie ein bisschen Strahlen mitliefert übers Meer oder über Landschaften oder über Berge und dann macht man so dieses wunderbare kleine Ritual oder große Ritual, dass man sich eine Zigarre anzündet, nicht steckt, sondern langsam anzündet, genießt, bis das brennt und dann hinterher schaut und den ersten Zug macht. Und die Nase riecht, das riecht nach Cognac, das riecht nach Rum, das riecht nach, ich wäre dort und dort. Man kann sich wohin träumen mit einer Zigarre und das ist fein. Das ist natürlich, die Zigarre beim guten Essen, beim guten Wein ist der krönende Abschluss, wenn man sich dann die Zeit nehmen darf und kann, sowas zu genießen, weil eine gute Zigarre, die raucht ja ziemlich lange, sagen wir eine Stunde. Und das ist natürlich dann der Hochgenuss nach einem sehr guten Essen, sehr guten Wein, dann am Schluss bei einem Gespräch dieses Zigarrelein zu genießen. Das freut einen dann schon. So als i-Tüpfelchen vom Ganzen, das rundet dann eigentlich auch den Event, für den man sich da irgendwie, den man sich da hingegeben hat, den abzuschließen. Doch, ich mache das dann immer nicht so oft, aber wenn, dann rauche ich eine sehr, sehr gute Zigarre und der schmeckt mir dann auch. Unser dritter Gesprächspartner ist Miroslav Nemec. Im benachbarten Kroatien geboren, lebt er die Freude am Kochen. Wie er uns gleich sagen wird, ist das Schönste. Kochen, zusammensitzen und ein gutes Glas Wein trinken und eine Zigarre rauchen. Aber hören wir das doch direkt von ihm. Für Freunde kochen, so es die Zeit zulässt, so oft es geht. Wenn ich jetzt zurückkomme, kommen auch wieder Freunde und dann werde ich mir noch was einfallen lassen. Ich habe schon überlegt, dass ich Fisch mache. Aber das ist eigentlich das Schönste, wenn man zusammen sitzen kann und was kocht, entweder zusammen oder ich gern auch oder zuarbeiten und dann was trinkt und Gespräche führt. Das ist eigentlich die Kommunikation, die ich mag. So mag ich es am liebsten. Je nach Speise. Also bei Spaghetten, sagen wir mal, ist es nicht so ein Problem, wenn man große Töpfe hat und große Pfannen zum Zuge machen. Ansonsten sind mir 8 Personen recht, bis 12 ist okay. Das geht, weil dann artet es in Arbeit aus. Dann ist auch die Topfgröße und die Menge, die man einkauft und so weiter und das Würzen und so wird dann ein bisschen zum Va-Banque-Spiel. Weil diese Mengen macht man ja nicht jeden Tag und deswegen muss man sich da ein bisschen reinfinden. Aber bis 12 ist okay. Ja, die Zigarre gehört auch zum guten Essen und zum Wein, aber nicht so häufig wie das Essen selbst. Essen tue ich täglich, aber Zigarre gibt es alle paar Wochen. Das habe ich mir so verordnet, dass nicht so viele werden. Ich habe ja früher geraucht, habe dann aufgehört, dann habe ich Zigarillos geraucht. Da waren es dann schon mal 20 am Tag. Das ist natürlich nichts, auch beim Drehen und so, dass wenn man dann halb aus, komme und dann kommt man wieder und zündet sie an. Und ich meine, das ist dann, und es stinkt außerdem im Wohnmobil dann auch und der Kollege. Das war dann zu viel, ich habe das dann aufgehört und so habe ich begonnen dann genussmäßig einfach eine Zigarre zu rauchen. Und das mache ich alle paar Wochen. Wenn wir jetzt hier sind, werden es ein paar mehr werden.
Aber man muss ja auch aufpassen, dass man es verträgt und es wird zwar nicht inhaliert, aber die Schleimhäute und so weiter, aber das ist ein großer Genuss zu einem feinen Getränk. Ein Rotwein zum Beispiel darf auch ein Whisky sein, eine Zigarre zu rauchen. Robust, also ich bin so im mittellangen Bereich, die nicht zu lang dauert, so 20 Minuten, 25. Das ist ein guter Genuss, finde ich. Manchmal mit Freunden, Präsidente gab es auch schon, das wird dann etwas länger. Und das, aber die muss man auch nicht am Stück rauchen. Das heißt, es gibt ja auch Abende, wo man bei der Zigarre, das ist ja toll, du fängst an, kannst sie ablegen und dann kannst du sie natürlich wieder anwärmen und anzünden und weiter genießen. Das heißt, ich bevorzuge, dass ich eine am Stück rauche in einer nicht so langen Zeit. Es gibt beides, entweder im Kreis von Freunden, das ist auch sehr schön, wenn man das zusammen machen kann bei einem Gespräch, aber ich bin auch Solo-Zigarrenraucher. Wenn die Damen weg sind und ich in mein Gartenhaus gehe und allein bin, kann ich mir durchaus auch eine Zigarre anzünden. Das ist meditativ sehr angenehm für mich. Da denke ich nach, gucke mir was an, vielleicht lese ich mal was oder trinke auch was dazu. Telefonieren und so ist schon wieder zu viel. Anrufe finde ich dann nicht so gut und selbst anrufen auch nicht. Diese Zeit sollte intensiv genutzt werden. Meine allererste Zigarre kann ich mich erinnern, weil es kein besonders schönes Erlebnis war, nachträglich gesehen. Ich war in Freilassing, ja, habe ich die Schulzeit verbracht und manchmal habe ich ja geschwänzt, die Schule. Das ist ja schon verjährt, jetzt ist es egal. Also wenn ich geschwänzt habe, bin ich mit ein oder zwei Freunden, sind wir nach Bad Reichenhall, damit man uns nicht sieht, weil wir haben Schule bei Freilassing und Bad Reichenhall, meine Freundin damals ging ins Gymnasium dort und dann sind wir nach Bad Reichenhall morgens mit dem Zug mitgefahren und sind in eine bayerische Kneipe gegangen, morgens, wo es quasi, wo noch keiner sitzt. Auch die Herren vom Frühschoppen noch nicht da sind. Dann habe ich mir eine Virginia bestellt zum Bier, was wir getrunken haben vormittags. Mein Freund Mirko und ich weiß es. Und dann, die Virginia ist ja so eine mit einem Strohhalm mittendurch. Und die ist ziemlich lang. Und als ich so ungefähr bei der Hälfte war, und ich kann mir vorstellen, dass ich wahrscheinlich auf Lunge gezogen habe, war mir nicht sehr gut. Dann bin ich aufs Klo gegangen, habe so in den Spiegel geguckt und ich war sehr weiß, sehr weiß. Und mein Kreislauf war auch nicht ganz in Ordnung. Dann habe ich mich so runtergebeugt und das kalte Wasser ins Gesicht und stand so vorm Spiegel, so nur nicht bewegen, so 5 Minuten wahrscheinlich oder vielleicht auch ein bisschen länger, bis der Kreislauf sich wieder etwas stabilisiert hat, aber mir war wirklich schlecht. Ich musste mich nicht übergeben, aber es war knapp davor. Und dann bin ich raus und habe natürlich versucht, nicht zu zeigen, dass es mir schlecht geworden ist von der Zigarre. Hab sie aber nicht mehr weiter geraucht. Das war, da war ich auch nicht, wie alt war ich da? Naja, wann haben wir da geschwänzt? Was war nach der Mittelschule oder war schon Gymnasium vielleicht? 16, ja, mit 16, ja, sowas würde ich sagen. Ne? Okay. Segeltorn mit Anzug, Besuche interessanter Weingüter, Grappa-Hersteller und immer im Anzug. Das ist Michael Brandner, der Mann, der sich hier während diesen Tagen für viele schöne Produkte interessiert hat. Angebot hat, war Kautabak, weil ich immer gedacht habe, der hat immer so leckere Sachen, die er sich in den Mund steckt, dann haben wir Kautabak angedreht. Das war der nächste Super-GAU auf dem Sektor. Aber ich habe trotzdem irgendwann angefangen zu rauchen, und zwar irgendwann aber schon sehr spät, erst mit 33 habe ich angefangen zu rauchen und dann aber sehr viel Zigarre auch. Also ich habe dann, als wir dann mal in Kuba gedreht haben, habe ich dann mir Castros Lieblingszigarre besorgen lassen und die fand ich großartig, weil die hat genau den richtigen Durchmesser, um so herrlich weggeraucht zu werden und ist nicht zu
aufwendig, um immer wieder Spaß zu machen. Das war eigentlich eher was Meditatives. Also ich habe sehr oft erlebt, dass ich, wenn ich Zigarre geraucht habe, was früher in den Cafés und Salons noch ging, dass mich ältere Damen dann angesprochen haben und ganz toll fanden, dass ich Zigarre rauchte, weil das erinnerte sie an ihren Mann und das Gefühl, was damit verbunden war. Und dem gesagt haben, das finde ich ganz toll, dass sie Zigarre rauchen und so. Das war öfter mal der Fall. Und deswegen, ich habe dann einfach in Cafés dann manchmal Stunden gesessen, habe irgendwelche Sachen bearbeitet oder gelesen und dabei dann Zigarre geraucht. Ich raste wirklich sehr gerne, weil man sieht ein bisschen was von der Gegend. Und ich habe in der Gegend Triest, waren wir schon mal, und da wollte ich unbedingt wieder hin. Und Porto Piccolo ist eine ziemlich schöne Ecke. Und das Ganze hat mir auch sehr gut gefallen bisher. Mutig. Gerrit Kling unterstützt als einzige Frau die Männerrunde im Kochkurs. Sie sagt, ich koche gerne für Freunde und das bedeutet mir insofern viel, weil ich mich da auch mit Mühe hineinbegebe, tolle Sachen einkaufe und mich einlese. Auch zur Zigarre hat uns Gerrit Kling viel zu sagen. Also ich kann mich an meine erste Zigarre insofern erinnern, dass ich mir total schlecht wurde danach. Ich war noch ein junges Mädchen und habe das total auf Lunge geraucht, weil ich nicht wusste, dass man das mit einer Zigarre anders umgehen muss, sozusagen, das eigentlich nur pustet und nicht inhaliert wie eine Zigarette. Ja? Aber was ich, dass ich mich erinnern kann, was sehr lustig war, ist, dass ich meinen damaligen Freund, der hat Pfeife geraucht. Also nicht Zigarre, sondern Pfeife, aber mit Tabak. Und eines Tages hatte ich eine Erkältung und wir hatten sehr viel Pfeifentabak im Haus und ich dachte, es ist Tee, weil ich gar nichts riechen konnte und habe mir den aufgebrüht. Und habe sozusagen Pfeifentabak getrunken. Also das wäre fast in die Hose gegangen, weil das kann so lebensgefährlich werden, ja. Also ich koche sehr gerne für Freunde und das bedeutet mir insofern viel, weil ich dann mir auch richtig Mühe gebe und einfach tolle Sachen einkaufe, mich auch belese. Ich kaufe mir überall, wo es nur geht, Kochbücher und versuche auch immer neue Sachen zu kredenzen. Manchmal gehen die Sachen natürlich auch schief, wenn man was ganz Neues ausprobieren will und es noch nie gemacht hat und dann vielleicht manchmal das falsch angeht. Aber in der Regel koche ich auch sehr gut und meine Freunde sind alle zufrieden. Also ich reise sehr, sehr gerne und mir gefällt Porto Piccolo wirklich gut. Es ist echt so, das hat so eine verrückte Ausstrahlung, weil es einfach auch so eine Idee ist, die umgesetzt wurde. Es ist in diesen Stein gehauen, es ist noch sehr neu. Man spürt noch keine alte Seele, weil es ja auch noch keine alte Seele gibt. Aber das kann eigentlich noch wachsen und ich finde diesen Ort wirklich romantisch und zauberhaft. Eine Zigarre, ein guter Wein und ein gutes Essen passen absolut zusammen. Und ich finde, das ist so ein bisschen Lebensart, das ist Lust, das macht, gibt einem ein Freiheitsgefühl. Das ist Zigarre rauchen, hat sowas von großer, weiter Welt. Und ich finde, ich mag den Geruch und ich finde das total, ich mag das, wenn so ein Flair dabei entsteht, das gefällt mir gut. Eines der vielfältigen Highlights der dreitägigen Genussreise: an Bord der historischen Segeljacht von 1946 durften die prominenten Gäste der Carlos André Collection Cut Nummer 1 Monate vor ihrer Markteinführung exklusiv verkosten. Gerrit Kling probierte begeistert und gerät in Schwärmen. Das ist Lebensart. Das gibt es einem
ein besonderes Freiheitsgefühl. Zigarre rauchen hat so etwas von großer Welt. Ich mag den Geruch und ich finde es toll, wenn so ein Flair dabei ist und entsteht. Kollege Herbert Knaub stimmt ihr zu. Als gesellschaftliches Unternehmen ist Rauchen schon immer ein altes Prinzip gewesen, um sich so zu verständigen. Eine gute Zigarre wie die Connectia Cut Nummer 1 raucht ja ziemlich lange und das ist der Hochgenuss nach einem guten Essen und einem sehr guten Wein, dann am Schluss bei einem guten Gespräch diese Zigarre zu genießen. Die Zigarre wird aktuell noch nicht auf dem deutschen Markt sein. Wir dürfen gespannt sein, wenn der deutsche Fachhandel diese Produkte bekommt und die Aficionados in Deutschland dieses tolle Produkt des Hauses Arl & André genießen darf. Freuen Sie sich auf die Carlos André Collectors Cut Nummer 1.